Ihr traut euch was. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei diesem großen Event gestern, heute Nachmittag, heute Abend geht es ja weiter, ist das ja sehr anspruchsvoll, mich einzuladen. Und als ich vor geraumer Zeit gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, auf der V-Convention 2017 hier in der standesgemäß benannten V-Arena zu Ihnen zu sprechen, habe ich aus verschiedenen Gründen zugesagt. Zum einen ist das meine Heimat. Ich war 34 Jahre der Abgeordnete dieses Landkreises und natürlich auch der Stadt, in der wir heute sind. Alles, was diese herrliche Region vorwärts bringt, das hat immer meine Unterstützung, früher, heute und morgen. Und es hat mich außerordentlich gefreut, dass die V Economy AG und ihr Gründer Cengiz Elitz die Stadt Bad Tölz als globales Pilotprojekt ausgewählt haben und damit auch meinen Sympathieverein EZ Bad Tölz finanziell unterstützen. Ich bin zum anderen gerne auch hier, weil ich die Idee, die hinter The Economy, die Idee, die dahinter steht, nämlich den kleinen und den mittelständischen Einzelhandel, den Übergang in dieses digitale Zeitalter zu erleichtern, wegweisend und richtig finde. Und die digitale Entwicklung ist ja nicht irgendwie nur eine Innovation, sondern das ist ein Umbruch, das ist im Grunde genommen eine Revolution, wie wir sie bei der industriellen Revolution vor Hunderten von Jahren hatten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die Digitalisierung selbst große kapitalstarke Unternehmen vor enorme Herausforderungen stellt. Ich bin heute natürlich auch wirtschaftlich tätig, bin Anwalt und bin Beiratsvorsitzender, der Vorsitzende des Beirats des großen Medienkonzerns ProSiebenSat.1. Ich leite auch einen Beirat der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte. Und ich habe in den digitalen Wandel in den letzten Jahren in diesen Unternehmen intensiv begleiten können. Ich habe gesehen, welche Anstrengungen finanziell und personell gemacht werden müssen und wurden und immer noch gemacht werden, von der Gewinnung talentierter IT-Mitarbeiter bis zu den gewaltigen Investitionen in die digitale Infrastruktur. Ich bin gerade apostrophiert worden. Ja, das ist richtig. Ich bin seit 30 Jahren im Verwaltungsrat Bayern Münchens, bin heute der Verwaltungsratsvorsitzende und bin auch Mitglied des Aufsichtsrats. Und natürlich hat die Anpassung an die digitalen Möglichkeiten, gerade im Social-Media-Bereich, auch eine enorme Bedeutung für Vereine und natürlich auch für einen so großen Fußballverein. Er bringt aber eben auch mehr, nämlich wir schaffen gegenwärtig mehr Nähe zum Fan und zu den Mitgliedern und mehr Serviceangebote. Aber nicht nur jeder kleine Betrieb hat das Personal. Nicht jeder kleine Betrieb hat das Personal. Und das Geld für die weite Welt des Online-Shoppings. Und meistens lohnt es sich für ein kleines Unternehmen oder für ein Einzelhandelsunternehmen, für einen Bäcker, für einen Friseur, nicht die ganze Palette der Internetdienstleistungen vorzuhalten. Aber auch ein kleines Unternehmen im Einzelhandel muss im Wettbewerb mit den großen Einkaufszentren, den Einzelhandelsketten und den boomenden Internetshops mithalten können.
das, meine sehr verehrten Damen und Herren, dem unternehmerischen Mittelstand bleibt gar nichts anderes übrig, als sich der digitalen Revolution zu stellen und sie aktiv für ihr Geschäft einzusetzen. Und Sie, Herr Elitz, ich habe mir das Modell angeschaut und Ihre dynamische Truppe von WeEconomy, Sie stoßen gezielt in diese Marktlücke hinein, indem Sie gerade in kleineren Städten, wie zum Beispiel Bad Hölz, den dortigen Einzelhandel mit dem WeSystem unterstützen. Und damit tragen Sie natürlich auch zum Erhalt der traditionellen bayerischen Lebensart mit seinen Dorfläden und mit seinen kleineren Betrieben bei. Das muss man deutlich herausstellen. Und ich wurde von WeEconomy gebeten, in meiner Rede einige Ausführungen zu der größeren Einheit Europa zu machen, zur Stärkung der Subsidiarität und zur Regulierung des Mittelstandes. Der Mittelstand, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist prägend für die deutsche Gesellschaft, ist auch prägend für die wesentlichen Länder in der Europäischen Union. Kleinere und mittlere Unternehmen bilden nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa das Rückgrat der Wirtschaft. 99% aller Unternehmen in Europa, und das sind fast 21 Millionen Unternehmen, 99% sind sogenannte KMUs, sind kleine und mittelständische Unternehmen. Und diese kleinen und mittelständischen Unternehmen in Europa beschäftigen 67% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der privaten Wirtschaft und sind für 85% der neu entstandenen Arbeitsplätze verantwortlich. Das heißt, das ist ein gewaltiger gesellschaftlicher, ökonomischer und politischer Faktor. Und während meiner ganzen Tätigkeit, die von der Moderatorin kurz angesprochen worden ist, also als Leiter der Staatskanzlei, die linke und rechte Hand von Franz Josef Strauß, als bayerischer Innenminister, als bayerischer Ministerpräsident, als Kanzlerkandidat auch für die Union, ist gerade berichtet worden, ganz, ganz knapp, es haben 6.000 Stimmen gefehlt, dann wäre Deutschland vielleicht das eine oder andere erspart geblieben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber das ist Geschichte. Die WeEconomy, deswegen bin ich auch hier, stärkt gezielt auch die mittelständischen Strukturen unserer Wirtschaft. Und deswegen kann ich Ihnen nur Erfolg wünschen. Und deswegen, WeEconomy hat sich ja mittlerweile in vielen Ländern Europas etabliert. Heute sind Gäste aus 18 europäischen Ländern hier. Ein Top-Thema für den Mittelstand in Europa ist, und damit habe ich mich nach meiner Zeit in München, ganz besonders in Brüssel, auseinandergesetzt, ein Top-Thema für den Mittelstand ist die hohe und dichte Regulierung, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, der enorme Bürokratieaufwand, der mit der Führung selbst eines kleinen Unternehmens verbunden ist. Und für Mittelständler ist es mittlerweile wichtiger, die neuesten Vorschriften aus Brüssel zu kennen, als die aus Berlin und München. Denn eines, glaube ich, haben Sie gar nicht so auf dem Schirm. 85% aller neuen Regulierungen, die den Bürger in der Slowakei oder in Polen oder in Ungarn oder in England oder in Deutschland neu sozusagen aufoktroyiert werden, 85% aller neuen Regulierungen stammen aus Brüssel. Warum? Warum ist das so? Weil in den letzten Jahrzehnten immer mehr Kompetenzen von den Nationalstaaten auf die Europäische Union übertragen wurden. Und um Bürokratie zu reduzieren, muss man also zuallererst in Brüssel ansetzen.
Und meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können sich das ja so vorstellen. Bürokratiekosten bei den kleinen und mittelständischen Unternehmungen sind etwa 10% des Umsatzes. Bei den großen Playern, bei Siemens, BMW, Mercedes, sind die Bürokratiekosten etwa 2% des Umsatzes. Das heißt also, für kleine mittelständische Unternehmen ist die Bürokratielast im Prinzip eine größere als für die großen Unternehmen. Und ich war 7 Jahre lang, von 2007 bis 2014, Leiter einer EU-Expertengruppe zum Bürokratieabbau. In meiner sogenannten High-Level-Group waren hochrangige Vertreter aus 15 europäischen Nationen. Und die kulturellen Unterschiede, und ich freue mich, dass ich das auch den Gästen, den europäischen Gästen sagen kann, die kulturellen Unterschiede in meiner High-Level-Group mit 15 Leuten aus 15 verschiedenen Ländern, diese waren enorm. Einige der Gruppenmitglieder, zum Beispiel aus Großbritannien und den Niederlanden, brachten aus ihrer Heimat eine Kultur des Wettbewerbs und der Eigenverantwortung mit. Also diese Länder setzten mehr auf Wettbewerb. Auf der anderen Seite standen Vertreter einer Kultur des umfassend planenden, vorsorgenden, betreuenden Staats. Und diese beiden Gruppen unter einen Hut zu bringen, die einen verlangen also mehr Staat zur Regulierung, die anderen setzen auf weniger Regulierung und lassen den Wettbewerb entwickeln. Das ist sozusagen auch ein Stück der europäischen Wirklichkeit. Und es ist auch schwierig, ich sage das auch ganz offen, einerseits wollen die Menschen und die Betriebe möglichst wenig Regulierung. Wenn aber doch mal was passiert, dann wird sofort der Ruf laut in der Öffentlichkeit, wie konnte das geschehen? Gab es denn da keine Regulierung? Hat denn das niemand kontrolliert? Und in diesem Klima wird es immer ein dichterer Teppich von Regulierungen. Und ich will das im Einzelnen jetzt gar nicht erläutern, aber meine sehr verehrten Damen und Herren, um eine Ausuferung der Diskussion zu vermeiden, hat die High-Level-Group sich dessen angenommen und hat gesagt, wir müssen eine generelle Frage in Europa klären. Müssen wir die Standards der Regulierung, müssen wir sie herabsetzen, damit auch kleinere Unternehmen mit dieser Regulierung fertig werden? Oder brauchen wir eine dichte Regulierung für die Großen und für die kleinen Ausnahmen? Und da gibt es zwei Debatten, die wir hatten. Wenn es um den Verbraucherschutz, wenn es um den Gesundheitsschutz geht, dann können Sie einem kleinen Unternehmen nicht eine geringere Auflage erteilen als dem Großen. Man kann nicht in einer kleinen Gastwirtschaft, wo, was weiß ich, 20 Tische sind oder 10 Tische sind, kann man sozusagen die Gesundheitsvorschriften runtersetzen und sie bei den größeren Gastwirtschaften draufsetzen. Das wird nicht gehen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, in anderen Bereichen, und da will ich Ihnen einfach mal 2 oder 3 Beispiele nennen, damit Sie sehen, mit was man sich gegenwärtig auch in Europa sehr intensiv beschäftigen muss. Das ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, nehmen Sie mal an, wir haben natürlich heute immer größere Publizitätsvorschriften. Firmen müssen in immer höherem Maße veröffentlichen, was sie tun, was für Geschäft sie betreiben, welche Kredite sie haben, wie sie den ganzen Betrieb finanzieren. Und diese Publizitätsvorschriften, die gelten für große Unternehmen, die gelten also für Siemens und die gelten auch für kleine Unternehmen, die vielleicht nur 1 Million Umsatz machen, eine GmbH sind mit 3 oder 4 oder 5 oder 6 Mitarbeitern. Und da ist jetzt der Ansatz, das ist also das, was ich, glaube ich, auch durchgesetzt habe, dass man bei diesen Dingen ganz deutlich differenziert zwischen großen Unternehmen
mit 2.000, 5.000, 10.000 Mitarbeitern oder kleinen Unternehmen, die zum Beispiel 1 Million Umsatz haben, die zum Beispiel nur im regionalen Markt tätig sind, die zum Beispiel überhaupt nicht europäisch den europäischen Markt brauchen, sondern den regionalen Markt. Warum muss hier eine europäische Vorschrift ein Unternehmen so gängeln, das eigentlich gar nicht in Europa tätig ist? Und das haben wir, meine sehr verehrten Damen und Herren, rausgenommen, runtergesetzt, haben diese großen Vorschriften, will sie im Einzelnen gar nicht jetzt ansprechen, will Ihnen nur das Prinzip erläutern. Und das hat sich durchgesetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nehmen Sie mal ein Beispiel, das vielleicht für Sie plastisch ist. Wir hatten bis vor vier Jahren, hatten wir eine europäische Regelung, die galt für alle 28 Länder, also auch für alle Nationen, die hier heute vertreten sind, dass die Umsatzsteuer des Finanzamts nur berechnet werden konnte, wenn der Unternehmer, der die Umsatzsteuer bezahlt hat, eine papierene Rechnung vorlegen konnte. Mein Hinweis, dass das natürlich nicht die Zukunft ist, sondern dass der elektronische Austausch von Daten außerordentlich zunimmt und dass wir natürlich bei 40 Milliarden Rechnungen, die wir in einem Jahr in Europa haben, 40 Milliarden Rechnungen, davon werden immer mehr elektronische Rechnungen sein. Das heißt also, zuzulassen, die europäische Vorschrift zu ändern, dass der Unternehmer auch eine elektronische Rechnung dem Finanzamt als Grundlage für die Berechnung der Umsatzsteuer gelten lassen kann, war ein mühsamer Prozess, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weil mir natürlich, ja, das ein mühsamer Prozess, ich sage Ihnen auch mal, was das insgesamt die europäischen Betriebe entlastet hat. Weil man das jetzt umgestellt hat, das heißt, nicht jemand muss eine Papierrechnung vorlegen, sondern es reicht natürlich die elektronische, es reicht die Internetrechnung, spart die Unternehmen etwa 18 Milliarden Euro in Europa. In Deutschland ist das längst vollzogen. Der Bundesfinanzminister hat die Einsparungen für Deutschland und für die deutschen Unternehmen mit 4,2 Milliarden Euro im Gesetzesblatt festgehalten. Ich wollte nur mal deutlich machen, es lohnt immer wieder anzubohren und das anzugehen, dass wir weniger Regulierung und vielleicht auch einen stärkeren Mut zur Lücke haben. Ich will Ihnen ein letztes Beispiel, weil es sehr praktisch ist. Meine Damen und Herren, wir haben in Europa 15 Jahre debattiert darüber, wie können wir für die großen Unternehmen oder für die Transportunternehmen, wie können wir für die Transportunternehmen gleiche Lenkzeiten in Griechenland, in Frankreich, in Deutschland, in Großbritannien, in Italien, wie können wir gleiche Lenkzeiten und gleiche Sicherheitsvorkehrungen schaffen? Das heißt also, dass einer nur 8 Stunden fahren darf, dass ein digitaler Tachograf eingebaut werden muss, damit der digitale Tachograf feststellt, aus Sicherheitsgründen, wie lange ist der gefahren, hat der die Pause gemacht, etc., etc., als aus den Sicherheitsgründen, weil wir natürlich durch die unterschiedlichen Lenkzeiten gewaltige Unfälle auch in Europa in den letzten 20 und 30 Jahren festzustellen hatten. Und jetzt geht genau das Problem los, was mir in Europa immer so Schwierigkeiten bereitet. Jetzt hat man dann endlich die Lenkzeiten festgelegt, nach langem Prozess für alle Länder. Das heißt, wenn der über die Grenze fährt, dann gilt sozusagen innerhalb der Europäischen Union, gilt natürlich dieselbe Regel, das war ja bisher nicht der Fall, war natürlich schwierig kontrollierbar. Wie ist das in Griechenland, wie ist das sozusagen in Frankreich, wie ist das in Deutschland, wie ist das in Italien? Und jetzt haben wir einheitliche Regeln, aber jetzt ist man darüber hinausgegangen. Man hat im Prinzip diesen digitalen Tachografen, der also festschreibt, wie lang das Auto betrieben wird, diesen digitalen Tachografen hat man dann für alle vorgeschrieben, auch für die Lastwagen mit 3,5 Tonnen.
Und jetzt haben Sie folgendes Problem dann in der Praxis. Handwerksmeister, mittelständischer Betrieb, fährt einmal, zweimal seine Waren aus, fährt 80 Kilometer und 80 Kilometer wieder zurück. Also nehmen wir an, der kommt von Tölz, liefert seine Ware nach München. Und dann fährt er wieder zurück. Für den galt dann, wenn er ein 3,5-Tonnen-Fahrzeug bewegte und dort seine Waren hatte, also nicht vergleichbar mit einem Berufskraftfahrer, der Transport als Beruf hat, der musste genauso dieselben Vorschriften beachten, nämlich den sogenannten Tachografen einbauen für zwei Fahrten, für eine Fahrt in der Woche. Sage Ihnen nur, damit Sie immer wieder das in dem Hinterkopf behalten. Das ist für die kleinen und mittelständischen Betriebe natürlich eine Katastrophe. Aber es muss natürlich auch, und da fordere ich alle Sie auf, soweit Sie hier politischen Einfluss nehmen können, in Ihren Organisationen, in Ihren Verbänden, schauen Sie bitte immer stärker, was machen die denn da in Brüssel? Ist der Rahmen, den Sie ziehen, nicht zu groß? Ist die Detailregelung für die kleinen und mittelständischen Unternehmungen nicht zu groß? Und deswegen haben wir heute, und das sollten Sie wissen, wir haben heute bei jeder Produktion, bei jedem Erlass einer Richtlinie, einer Verordnung, muss es heute, das ist durch meine Gruppe initiiert worden, also diese sogenannte High-Level-Group-Red-Tape oder Cutting-Red-Tape, also Bürokratieabbau, dass ein KMU-Test stattfinden muss. Das heißt, bevor eine Vorschrift erlassen wird, muss heute diese Vorschrift gemessen werden, wie wirkt sie sich denn für die kleinen und mittelständischen Unternehmungen mit 35, mit 140, mit 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist in dem Zusammenwachsen Europa mit immer größerer Regelungsdichte natürlich eine ganz wichtige Maßnahme, dass die kleinen und mittelständischen Unternehmungen eine eigene Einheit sind und stärker heute gewürdigt werden, damit ihnen nicht sozusagen die Möglichkeit des Wettbewerbs genommen wird. Und lassen Sie mich eine letzte Bemerkung. machen über dieses konkrete Problem Binnenmarkt, 500 Millionen Menschen. Es ist natürlich so, dass die Wirtschaft in den 28 oder 27 Ländern logischerweise darauf dringt, dass möglichst einheitliche Bedingungen in diesem gemeinsamen Binnenmarkt bestehen. Also wenn jemand hier etwas produziert in Tölz, dann will er auch, dass das, was er hier unter Bestimmungen produziert, dass das natürlich auch in Spanien, in Portugal, in Italien, in Malta, in Zypern, in Griechenland natürlich nicht jetzt auf andere Zulassungsbedingungen stößt. Das ist richtig. Trotzdem müssen wir uns die Frage stellen, und Sie müssen sie stellen, aber wir alle. Was wollen wir eigentlich? Was wird Europa, das ja auch auf Skepsis stößt, was müssen wir bewegen, damit wir morgen und übermorgen eine gute Zukunft haben? Und ich will mal, Dankeschön. Ist kein Bier drin. Und ich will mal 3, 4 größere Aspekte zum Abschluss Ihnen noch einmal darlegen. Nach den Fragen für die Bürokratie und Regelungsprobleme für kleine und mittelständische Unternehmungen. Was müssen wir wohl in Europa morgen und übermorgen mehr regeln? Sie wissen, dass der französische Staatspräsident am 26. September in der Sorbonne eine visionäre Rede gehalten hat über Europa und was Europa morgen und übermorgen tun muss. Und wir haben in der Tat natürlich heute in der Welt ein nicht mehr so kalkulierbares Amerika. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist
für unsere europäischen Verhältnisse ein recht bizarrer Politiker. Heute so, morgen so, nicht berechenbar. Das ist jetzt, ich will dem gar nicht, der Mann ist gewählt, das ist überhaupt keine Frage. Viele waren überrascht, aber make America first again. Das heißt natürlich zuerst Amerika und dann kommen andere Bündnisse. Das heißt, wir können uns auf die Vereinigten Staaten von Amerika als Europäer, die Vereinigten Staaten von Amerika sind 330 Millionen Menschen, die Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen Union sind etwa 500 Millionen. Es kann nicht sein, dass wir unsere äußere Sicherheit nicht mehr selbst in die Hand nehmen. Das heißt also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind ein Zusammenschluss von 28 respektive morgen 27 Staaten. Wir sind in all unseren Unterschieden, sind wir sozusagen der Liberalität, der Demokratie, der freiheitlichen Demokratie verpflichtet. Das ist der Wesenskern Europas. Da mag es jetzt Unterschiede geben aus der historischen Entwicklung. Osteuropa, Polen, Slowakei, Tschechien. Dass gerade die Länder, die in Europa heute sind und eine lange Zeit in dem kommunistischen Block gelebt haben, die kann man nicht gleich so beurteilen, wie man die westeuropäischen Nationen, Belgien, Frankreich, Deutschland, Holland und so weiter. Und deswegen sage ich auch hier, weil ja viele Freunde und viele Mitglieder von The Economy aus den osteuropäischen Ländern kommen. Wir Deutsche wollten, dass die Osteuropäer oder Mitteleuropäer, wir wollten, dass die Polen, die Tschechen, die Slowaken, die Rumänen, die Ungarn, die Bulgaren, wir wollten, dass diese Länder am Beginn des 20. bis 21. Jahrhunderts nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die Chance haben, in Europa zusammenzuarbeiten, zusammen zu sein. Ich sage ganz offen auch, wir müssen allerdings in Brüssel, in Luxemburg, in Paris, auch in Berlin, wir müssen natürlich sehen, dass diese Länder ihre Souveränität im Comecon und im Warschauer Pakt verloren hatten. Und sie haben diese Souveränität, die Polen, die Slowaken, die Tschechen, die Ungarn, sie haben diese Souveränität wiederbekommen mit dem Eintritt in die Europäische Union und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und dann natürlich diese Länder reagieren etwas sensibler. Etwas sensibler, wenn diese Länder permanent aus Brüssel stark gegängelt werden, so bestehen sie, verstehen sie das. Und deswegen sage ich ganz offen, wir müssen miteinander, es kann nicht sein, dass ich hergehe und sage, hier habe ich die Westeuropäische Union und dort habe ich die Osteuropäische Union und beide gehen nach verschiedenen Geschwindigkeiten in der Entwicklung Europas weiter. Das halte ich für falsch und zwar deswegen auch, weil wir zusammen unsere europäische Sicherheit, das heißt also, unsere militärischen Optionen muss Europa stärker bündeln. Die Frage der Terrorismusabwehr, des Kampfes gegen die Kriminalität, das kann nicht mehr landesweit gehen. Das kann bei aller Klasse der bayerischen Polizei und bei aller Klasse der bayerischen Sicherheitsbehörden. Und ich war selber lange Jahre Innenminister und weiß, von was ich rede. Aber heute reicht das nicht mehr. In einer Zeit der Globalisierung, in einer Zeit der offenen Grenzen in Europa, brauche ich heute eine stärkere europäische Kompetenz für die Sicherheit. Es kann nicht sein, dass ein Asylbewerber in Deutschland, der in Griechenland ein schweres Verbrechen begangen hat, der in Griechenland zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt worden ist, nach 4,5 Jahren freigelassen worden ist, auf Wiederbewährung, dann nach Deutschland kommt,
hier in Deutschland ein schweres Verbrechen begeht und wir zum Teil nicht wissen, wer da zu uns kommt. Da müssen die Sicherheitsbehörden in Griechenland, in Italien, in Holland, in Spanien so zusammenarbeiten, wie das heute in Bayern untereinander geschieht. Weil das ja nicht mehr alleine reicht. Wir brauchen heute einen größeren europäischen Zusammenschluss. Da brauchen wir absolut mehr Europa. Und ich sage eine letzte Bemerkung. Es ist für mich absolut notwendig. Dieses Europa wird sich selber stärker schützen müssen, im Inneren wie im Äußeren. Dieses Europa, meine sehr verehrten Damen und Herren, braucht eine engere Zusammenarbeit in der Politik und in der Wirtschaft. Wenn Sie alleine mal, Sie brauchen sich nur, auch wenn Sie das vielleicht nicht aktuell verfolgt haben, aber was sich gegenwärtig in China entwickelt und wie das Verhältnis Amerika und China ist, wir müssen uns stärker auf unsere eigenen Beine stellen. Und die letzte Anmerkung, wir werden in den nächsten Jahren wegen unserer besseren Lebensbedingungen immer auch ein Anziehungspunkt Menschen aus prekären Situationen sein. Wir haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch in diesem Jahr in Deutschland etwa 190.000 Migranten, die nach Deutschland kommen und hier leben wollen, aus den verschiedensten Gründen. Und das wird sich in den nächsten Jahren nicht substanziell verändern. Und die Frage, die ich immer wieder stelle, ich wünschte mir, meine sehr verehrten Damen und Herren, und daran arbeite ich, dass wir diese Flüchtlingspolitik, diese Frage, wer nach Europa kommen kann und wer soll und wer darf und wen wir aufnehmen, das ist keine nationale Frage mehr, sondern das ist eine Frage, die Europa entscheiden muss. Und wir brauchen dafür auch eine europäische Asylgesetzgebung, eine europäische Migrationsgesetzgebung, eine europäische Regelung, damit wir nicht die Differenzen haben, dass die meisten kommen und die meisten wollen dann nach Österreich, nach Deutschland und nach Skandinavien. Und die wollen deswegen dorthin, weil da vielleicht die besseren Bedingungen bestehen. Nein, wir müssen das europaweit machen. Und in dem Sinne wünsche ich Ihnen zu dieser schweren Kost heute einen beschwingten Abend. Alles Gute. Denken Sie darüber nach, was ich Ihnen hier so zwischen der Unterhaltung gestern und die kommen wird, und dann der harten Kost, die Sie sozusagen mit We Economy gemacht haben. Ich habe ja gerade auch noch diesen sehr intensiven Vortrag des Kollegen aus der Schweiz gehört, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hochinteressant, aber auch sehr schwierig. Ich wollte Sie auf die größeren Zusammenhänge ein bisschen einstellen. In dem Sinne, alles Gute, viel Erfolg. Ich wünsche eurer Operation viel Erfolg und bleiben Sie Tölz treu und bleiben Sie dem Mittelstand treu. Dankeschön.